Tordal, 24 Stunden. Mjot ist da. Ja, das auf jeden Fall. Wir sollten grüßen. Der Wulfs ist erstmal abends auf den bevorstehenden Kampf einen trinken. Aber auch würde ich mich währenddessen kurz vor dem Ausrücken dann in der Waffenkammer ein wenig umschauen und ein paar Waffen austauschen. Du hattest bisher eine Kettenaxt. Und ein Kettenschwert. Genau. Und meine Boltpistole. Ich wechsle auf eine Energieaxt. Eine Energieaxt? Hast du ja, mittlerweile ich, das Niveau ich hab erreicht? Ich habe den Ruhm mittlerweile zusammen. Okay. Das war nach dem letzten. Und ich wechsle auf eine Energieaxt. Dann aber nur eine. Dann sollst du eine bekommen. Ist auch ein ehrwürdiges Stück, das wohl von den Space Wolves hier abgelegt worden ist. Von einem deiner Brüder, der hier vor 300 Jahren gedient hat. Ob der gefallen ist, weißt du nicht. Du hast schon nichts von ihm gehört. Aber sicherlich wird es hier irgendwo Banner oder Ruhmesdaten von ihm geben. Seine Axt hat er hier gelassen. Diese würde ich dann mit Ehren annehmen. Ein heiligen Schwur auf den Allvater ablegen, dass ich die Waffe genauso führe wie mein Vorgänger, sie mit einem von meinen Fällen präzieren und mit mir tragen. Das ist gezeichnet. Octavius, Bruder Octavius, 24 Stunden. Bevor ich jetzt irgendwelche Sachen nur so für mich alleine mache, würde ich ganz gern nochmal mit meinen Brüdern kurz sprechen und vielleicht irgendwie, dass jeder nochmal so ein paar Sachen recherchieren kann. Also wir brauchen drei Sorten von Informationen. Einmal Informationen allgemeiner Natur über die Tau, weil wir vielleicht auf die treffen als Gegner. Dann über den Zielort Relas und natürlich auch noch über die drei Orden, mit denen wir zu tun haben. Vielleicht könnten wir das ein bisschen aufteilen, dass jeder sich eins von diesen drei Sachen aussucht und da Informationen dann nochmal nachschlägt in den nächsten 24 Stunden, weil alle drei Sachen jetzt nur für mich, das ist mir dann auch zu viel. Da kommt definitiv der, würde ich dir da... Da kommt wieder der Ultramarine in dir raus. Ja, natürlich. Ich würde dir da... Der kommt immer aus mir raus. Nee, auf jeden Fall würde ich dich da unterstützen und würde mich da dem Tau widmen. Okay. Und mir die ein wenig über Xenos Krei erkunden. Was würdest du für Informationen suchen? Ich würde vor allen Dingen noch ein weiteres Thema vorschlagen. Es wird sicherlich eine Möglichkeit geben, herauszufinden, wer innerhalb dieser Orden dort unten vertreten sein wird. Vielleicht kennen wir das ein oder andere Ordensmitglied schon oder wissen etwas über ihre Eigenheiten. Ja, das fällt doch unter die Rubrik Space Marines Orden. Also dann soll das meine Aufgabe sein. Ja, super. Und dann Gabriel vielleicht nochmal über Relas recherchieren, dass du da vielleicht nochmal Zusatzinformationen rauskriegst. Das kann ich sicher tun. Und ich würde mich dann auch nochmal doppelt gemoppelt hält besser auch über die Orden informieren, würde ich sagen. Weil das ist ja unser Primärziel, da einen Streit zu verhindern. Alle einverstanden? So sei es. Befehl. Gut, ja. Und wenn ich mich dann ausgiebig mit den Space Marine Orden beschäftigt habe, würde ich dann in den letzten Stunden auch nochmal die Waffenkammer aussuchen und vielleicht meinen normalen Bolter gegen einen Sturmbolter tauschen, obwohl ich nicht weiß, ob ich den Ruf habe. Ich guck mal. Ja, das kannst du gleich mal nachgucken. Krei, 24 Stunden Zeit. Was möchtest du tun, außer den Bitten von Octavius nachgehen? Das Problem war, dass ich mir genau das überlegt hatte zu tun. Ich würde ganz gern den Space Wolf herausfordern, um ihn kennenzulernen. Das war dann natürlich nur zu einem freundschaftlichen Sparring. Der Space Wolf wird garantiert nicht ablehnen. Deswegen frage ich ihn. Das ist gemein.
Aber es wurde ja erwähnt, dass wir noch nicht zusammengearbeitet haben und jetzt innerhalb möglichst kurzer Zeit irgendeine Form von Einheit herstellen müssen. Vor allem, wenn du in Stormarine bist, macht das sehr viel Sinn. Ja, das lässt sich wenigstens Gabriel auch nicht entgehen, wenn ihr da beide kämpft, wie der Space Wolf möglicherweise aufs Maul bekommt. Das möchte er sehen. Ich denke, da werden wir alle nicht zugucken. Das ist ja schon ein Highlight. Okay, dann führen wir doch einfach mal diesen ersten Kampf. Und zwar dürft ihr ganz normal die Initiative würfeln. Also einen W10 plus euren Gewandtheitsbonus. Krei, mit welcher Waffe kämpfst du denn? Mit dem Kettenschwert oder was hast du? Ja. Gut, dann wird Tordal auch bei diesem Sparring selbstverständlich nicht auf die Energieaxt zurückgreifen. Damit würdest du Krei selbstverständlich kein fairer Kämpfer sein. Das ist für den Space Wolf ein Ehrenkampf. Ja. In dem Fall würde er seine Kette ja Energie ausschalten von den Waffen. Also zum Beispiel bei dem Kettenschwert. Genau, ja. Dass die Kette nicht aktiv ist und beim Energie halt ohne Energie und so. Und dann stimmt, ja doch, das geht. Ja, wir wollen uns ja nicht umbringen, also es ist ja schon vornherein logisch. Es ist ein Sparring. Man sagt ja auch meistens, bis das erste Blut fließt. Gut, dann Tordal, bitte einmal deine Initiative. Und dann habt ihr euch versammelt vor der Schießbahn. Die Ziele sind runtergefahren. Die Waffensysteme sind aus. Die ganzen Waffenservitoren sind im Stillstand, sodass ihr euch dann nicht befeuern, während ihr dann dort steht. Ein großer Kreis wurde gebildet. Eure Brüder stehen dann mit den Armen verschränkt nebeneinander. Auch die Menschen, die dann dabei stehen dürfen, haben sich versammelt. Unter Umständen könnt ihr dann auch 3-4 Sororitas erkennen, die sich dann ebenso dort niedergelassen haben. Es soll wohl eine ganze Kommandantur von denen anwesend sein. Habt ihr bisher noch nicht so viel mit denen zu tun gehabt, auch als dann damals eine Drop Cathedral runtergegangen seid, das erste Mal in Kontakt gekommen. Also dieser Lord Inquisitor muss wirklich viel Einfluss haben, sodass dann eben auch unter anderem 3 von denen Sororitas bei euch stehen. Ja, ihr könnt euch ein bisschen umkreisen und dann fangen die Ketten und die Äxte und die Schwerter an zu kreisen. Und der erste Angriff von Krei geht hinab auf Tordal. Dann bitte einmal einen Kampfgeschick, Hermelwürfel. Krei bekommt noch kurz bevor es losgeht eine Nachricht auf seinen Helm. Gib dir Mühe, halte dich nicht zurück, ich flicke ihn schon wieder zusammen. Das sind dann wohl diese bissigen Sachen zwischen den Dark Angels und dem Space Wolf. Die haben da wohl seit langer Zeit ein Problem miteinander, ausgelöst durch ihren beiden Primarchen. Und das sieht nach einem Treffer aus. Dann versuche ich mal zu parieren. Das würde pariert, also ich würde auf jeden Fall meine Parade schaffen. Eieieiei, das schaut ganz schön schlecht für mich aus. Und ich würde einen Gegenschlag direkt verwenden. Ja, der Raven Guard ist schnell. Fragt sich natürlich auch, ob er schnell genug ist für einen Space Wolf. Oder wild genug. Wie ist das? Ich habe Swift Attacks, aber dein Gegenschlag kommt wahrscheinlich davor, ne? Vor dem zweiten Nahkampf. Genau, dann darf Tordal seinen ersten Angriff machen und du darfst dann auch, wenn du möchtest, den Gegenschlag probieren. Nein, der sitzt nicht. Kannst du mit dem Schwert, mit der Axt, die ausgeschaltete Energieaxt, saust in Richtung deines Kopfes. Du kannst allerdings gezielt einfach deinen Kopf einziehen und dann selber zustechen. Ja, unter der Axt durchtauchen und mit der flachen Seite des Kettenschwerts in Richtung seines Kopfes schlagen. Ist es das ist daneben. Du darfst doch, hast du noch einen Angriff, oder? Nee, ich glaube, Swift Attacks gibt mir nur einen weiteren, ne? Ein Schnellangriff? Ja, zwei Attacken. Okay, dann mache ich jetzt meine 3. Was? Ja, er ist der Wilde. Mercy. Aber du hast ja noch eine Parade, denn er hat ja seinen ersten nicht getroffen. Mein Schlag mit dem Kettenschwert würde treffen. Ja, den versuche ich natürlich zu parieren. Und pariert. Ja, dann kommt jetzt die Energieaxt. Warte mal, Krei, hast du auch Gegenschlag? Nein.
Okay. Ja. Also Krai, dir fällt halt auf, Tordal ist nicht so geschickt und nicht so schnell wie du, aber er ist unglaublich wild, sodass du sehr überrascht bist, als dann ein drittes Mal die Energieaxt an dir vorbei zischt. Und du kannst dann in der letzten Sekunde noch dein Schwert dagegen halten, damit die Axt nicht eingedreht gegen deinen Kopf klatscht. Der zweite Schlag der Axt würde treffen. Darf ich den auch parieren oder kann ich dodgen? Wie ist das? Nee, du darfst nur einmal parieren oder einmal dodgen, außer du hast einen Special Skill, der dir eine zweite erlaubt. Ja, dann wird er jetzt treffen, ne? Ja. Ohne Energie, hallo, du hast eine Rüstung. Ja, hat halt keinen Durchschlag. Ohne Energie. Ich glaub, gibt einen riesen blauen Fleck und gut ist. Ja, zumindest wird die Axt ein viertes Mal auf den Ravenguard eingeprügelt. Und nachdem er dann zwei, dreimal abgetaucht ist oder aber sein Schwert gegengehalten hat, wird dann der letzte verheerende Schlag gegen deine Brust geführt und du taumelst sicherlich zwei, drei Schritte wieder zurück. Genau, und dann kommt mein letzter Schlag noch, der daneben geht. Ah, du hast noch einen. Ja, ich hatte nur zweimal. Wenn du sowieso nur bis zum ersten Blut kämpft, dann ist tatsächlich jetzt auch Feierabend. Ja, anerkennen würde Cry dir zunicken und die Hand reichen. Die nimmt er natürlich da grinsend an. Ein guter Kampf, was wir durchaus gerne wiederholen können. Ich bin jederzeit beeindruckendes Set an Fähigkeiten. Ich freue mich, an deiner Seite im Kampf unser Können unter Beweis zu stellen. Ich bin mir Feind für den Imperator niederzuschlagen. Ich werde mir keine Sorgen um eine Flanke machen müssen. Lasst uns zusammen einen Trinken auf den glorreichen Kampf. Ja, so könnt ihr den restlichen Tag mit euren Recherchen verbringen, vielleicht noch weitere Kämpfe ausführen gegen Waffenservitoren, die euch dann zur Verfügung stehen, damit ihr dann miteinander kämpft, um die Kampfkraft des anderen einzuschätzen. Und könnt dann einige Zeit später, am nächsten Tage, bevor ihr aus dem Warp ausgetreten seid, noch einmal zusammenkommen. Habt euch dann auf der Kommandobrücke eingefunden. Die Warp-Fenster sind noch verschlossen, heruntergefahren. Ihr könnt dann auch noch erkennen, dass die Kanzel des Navigators nach unten gefahren ist, damit er weiter durch den Warp navigieren kann. Und der Tisch selbst ist wohl auch nur mit wenigen Personen gefüllt, die wichtigen könnte ich hier wohl nicht erkennen, aber der Reiniger Xerxes, der Arbitrator, hat wohl gerade die Füße nach oben gelegt, hält da wohl so ein kleines Schläfchen auf dem Holotisch und wenn ihr dann reinkommt, um eure Erfahrungen oder Recherchen zusammenzutragen. Ja, wenn ich den schlafen sehe, dann stampfe ich extra laut mit meiner Servorüstung in den Raum rein. Siehst du, wie er so ganz langsam ein Auge öffnet, um zu gucken, wer da kommt. Und wenn er sieht, dass es nur der Ultramarine ist, dann macht er das Auge wieder zu. Wie bitte? Kannst du ihn noch mit deinem verbesserten Gehör, kannst du ihn murmeln hören? Ich dachte, das wäre der Inquisitor. Ich stehe denn hinter ihm? Ich wecke ihn. Ja. Ich wecke ihn auch, indem ich ihn von dem Stuhl runterschubs, ganz sanft. Er gleitet dann runter. Mann, mein Rücken! In dem Moment würde ich einfach mal so das typische Wurfsknurren auf ihn machen. Ich würde ihn mal einschüchtern. Okay, Würfel. Solches Verhalten dulde ich hier nicht. Ich helfe mit beim Einschüchtern. Okay. Oh, also plus 10, ja. Ja, gibt's eine plus 10, ist okay. Er ist nur ein Ultramarine. Die sind nicht so ein. Oh, zwei, ja? Junge. Ich halt ja schon die Schnauze. Ich hab's auch geschafft. Ich halt ja schon die Schnauze. Störe ich euch jetzt oder warum seid ihr hier? Warpfenster sind noch unten. Ihr könnt den Holotisch haben, wenn ihr wollt. Habt ihr nichts zu tun? Irgendwo anders? Noch nicht, nein. Dann sucht ihr euch schnell eine Aufgabe. Okay, dann belästige ich mal die Sororitas. Mach's gut. Spaß dabei. Und damit geht er ab und überlasst euch den Holotisch, wo ihr dann eure Recherchen einspeisen könnt. Sodass das Ganze dann eben auch mit irgendwelchen Bildern von Tau
begleitet wird, wenn ihr dann eure Recherchen zusammentragt. Bevor wir noch in die Zusammentragung kommen, wir haben einfach nach Olaf dreist aufgehört, unsere 24 Stunden abzuarbeiten. Ups. Ja. Achso, Krai. Krai hat dich gefragt. Ja, Gabriel. Unser... Genau. Gabriel, ja genau, nur noch ich fehle und das, so eine Dreistigkeit kann ja nicht angehen. Ja, was hast du 24 Stunden gemacht? Gabriel würde sich ebenfalls noch einmal in die Waffenkammer begeben und seine normale Bolterpistole, mittlerweile da er doch ein wenig respektierter ist, gegen eine Bolterpistole der Stalker-Variante eintauschen, die um einiges längere Reichweite hat, eine vierfache längere Reichweite und um einiges genauer zielen kann. Das ist ein Boltergewehr, ne? Aber... Oh, ich glaube, ja, könnte auch gewesen sein. Ich glaube, da stand Pistole bei, aber so oder so, ich hatte die schon länger am Kopf. Also nehme ich die mit. Und danach würde Worgen noch einmal angepiepst werden, ein Kommuniqué erhalten, dass er sich doch in die Kabinen der als Apothekarius begeben sollen. Das, ich hätte schon Apotheke gesagt, der Krankenstation. Bin schon unterwegs, Milord. Und so wird im schnellen Schritt tatsächlich Richtung der Krankenstation marschiert, um den Engel des Imperators nicht länger als nötig warten zu lassen. Ja, dann siehst du, dass da bereits eine Liege freigemacht wurde. Naja, freigemacht. Du siehst immer noch, wie sich da wohl Blut oder irgendwelche Körperflüssigkeiten drauf befinden. Wirklich... Irgendwer scheint sich nicht bemüht zu haben, das sauber zu machen. Und Gabriel, der da vor verschiedenen Substanzen in Injektoren steht und diese gerade teilweise mit derselben Substanz, teilweise mit verschiedenen Substanzen, mit verschiedenen Mengen füllt und die in der Reihe auf dem Tisch ausgebreitet hat. Gut, du bist hier. Wie kann ich dienen, Milord? Wir hatten bei den letzten Missionen ein paar Mal das Problem, dass die Substanzen, die ich dabei habe, die meinen Brüdern das Leben erleichtern sollen, nun bei euch Menschen nicht so funktioniert haben, wie ich es erhofft habe, oder den entsprechenden. Ich muss die richtige Ration herausfinden, wie ich... auch solltest du einmal erwischt werden, irgendwie was für dich tun kann, ohne dich gleich umzubringen. Verstehst du? Ja, Milord. Gut, dann probieren wir erstmal diese Dosis aus. Und ja, der Dark Angel holt eine riesige Spritze heraus. Worgen kann einmal schlucken. Ja, und Worgen schluckt und sagt einmal kurz, den Imperator beschützt. Die Kanüle ist so dick wie dein Finger, du weißt nicht, wie das da reinpasst. Ja, und so wird Gabriel und Worgen die nächsten paar Stunden zusammen die optimalen Mengenangaben von seine Injektoren, die optimale Dosierung für auch Menschen wie Worgen oder Elizabeth. Der Imperator beschützt. Ja, genau. Und ja, dann. Und wenn ihr dann an dem Tisch zusammensteht, könnt ihr auch sehen, dass Worgen ein bisschen zu spät reinkommt und seine Haare sehen nicht so aus, als hätte er geschlafen und als wäre er ausgeruht. Stolpert Worgen dann als letztes rein. Verzeih die Verspätung, Milord. Du bist entschuldigt. Ich bin sowieso nicht davon ausgegangen, dass du in den nächsten 3 Tagen schlafen kannst. Gut, ich habe mich über den... Ich war über Cap Kutai, der Kommandant der 5. Kompanie des Ordens, die dem Relos-Kreuzzug zugeteilt ist. Er führt die Weitgas auf Relas an und kehrt mit den 25 ihm unterstehenden Ordensbrüdern von der Grauhöhlenfront und der Gerechten auf Barbaran an Bord der Derwischfürst, einem Zerstörer der Hunterklasse zurück, um auf Karlak neu versorgt zu werden. Akutai ist ein gnadenloser Mann, der bereits an unzähligen Kriegen beteiligt war. Bevor ihm der Kreuzzug rief und er sich als rücksichtsloser und effizienter Kommandant gegen die Feinde des Imperiums einen Namen gemacht hat, hat er keine Geduld für das Wimmern oder imperialer Offiziere oder Vorsicht der Taktiker wie du, Octavius, oder Krai übrig und zieht einen direkten Kampf mit den Gegnern vor.
Das sind die Informationen, die ich in unserer Datenbank über Captain Akutai. Ja, das ist doch eindrucksvoll. Danke, Bruder Gabriel. Bruder Krei, hast du Informationen? Ja. Kommandant Ferros von den Iron Hands ist dort anwesend. Er ist zwar nur mit 20 seiner Ordensbrüder erschienen, hat jedoch die beiden Cyborgs Jutlund und Danak bei sich. Er gilt als sehr vorsichtig und noch objektiver und emotionsloser, möchte man meinen, als wir es sowieso sind. Naja, wahrscheinlich mehr Maschine als Marine. Er ist sehr umsichtig und versucht mit den Ressourcen, die er hat, möglichst gut zu haushalten. Gut. Okay, also wir haben da Captibias. Tibias befähigt Elemente der dritten Kompanie der Salamanders, die größte zusammenhängende Gruppe Space Marines auf Relas. Unter seinem Befehl vereint Tibias fast 30 Space Marines, die mit den unterschiedlichsten Waffen ausgerüstet sind und auf eine ganze Reihe von Panzerfahrzeugen einschließlich eines Land Raiders zurückgreifen können. Tibias ist ein sturer Kommandant, der das Ethos des Kults des Prometheus verkörpert. Wenn er einmal einen Kurs eingeschlagen hat, ist er davon nicht mehr abzubringen und er akzeptiert kein Versagen und keinen Rückzug. Sofern ihm nicht noch andere Optionen verbleiben. Als Kommandant des größten Kontingents, das auf Relas eintrifft, sieht er sich darüber hinaus als der Befehlshaber über den Angriff auf das Lager der Aufständischen, wobei er in den anderen Orden lediglich Unterstützung sieht. Der Kriegerstolz des Kommandanten ist nicht unangebracht, doch seine Annahme, dass er den Oberbefehl führt, hat die White Scars und die Iron Hands gleichermaßen verärgert. Damit haben wir ja schon mal das erste Ziel, was wir wohl als erstes ansteuern sollten.